Ja, also dann fangen wir jetzt an, der kommt schon eine Stunde heute. Und zwar das Thema seht ihr. Leider ist ein Teil des Titels nicht so ganz richtig, weil ich mich mehr auf NSA und GCHQ konzentrieren werde und weniger auf den BND. Einfach weil es sonst zu lang geworden wäre. Aber ich hoffe, es ist trotzdem ganz informativ. Ich würde die Kaumschnittstelle diesmal anfangen mit einer Frage an euch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wer von euch glaubt, dass er über das Thema hier sehr gut informiert ist. Okay, das ist einer, so wie ich sehen kann. Gut, dann ist die chaotische Viertelstunde auf jeden Fall sinnvoll. Und ich möchte kurz ein bisschen was zur Motivation sagen, warum ich diese chaotische Viertelstunde halte und warum gerade jetzt. Es ist so, dass ich, dass wenn man mal die Berichterstattung in den letzten 2 Jahren über die Snowden-Enthüllungen anschaut, dann fällt einem auf, dass man im Grunde immer neue Einzelheiten scheibchenweise bekommen hat. Und es ist vielleicht ein bisschen schwierig, dann einen Überblick aufzubauen über alles. Das ist im Grunde wie bei einem Puzzle. Wenn man die Puzzleteile alle nacheinander einzeln sieht, dann bekommt man vielleicht nicht so eine Idee von dem großen Bild. Und deswegen will ich hier in der chaotischen Viertelstunde die Puzzleteile mal zu einem klaren Bild zusammenfügen und möglichst die Essenz davon in 15 Minuten unterbringen. Wahrscheinlich werden es auch mehr als 15 Minuten. Und deswegen will ich auch jetzt nicht weiter Zeit verlieren und anfangen. Die erste Frage, die man sich ja stellt, oder mit die man sich stellen sollte am Anfang, ist, wer hört eigentlich wen ab? Die landläufige Meinung, wenn man Leute fragt, da bekommt man so Antworten wie, die NSA hört alle ab. Und diese Auffassung ist vielleicht ein bisschen kurzsichtig, weil es ist eben nicht nur die NSA, es sind zahlreiche weitere Geheimdienste. Und was ich hier präsentiere, ist nur eine sehr, sehr kurze Fassung von einem sehr, sehr kleinen Ausschnitt von der Spitze von dem Eisberg sozusagen. Und deswegen sollte man das Ganze vielleicht ein bisschen präzisieren. Das ist der erste Punkt, wer belauscht wen. Und dann im zweiten Teil, der erste Teil ist sehr kurz, und dann der zweite Teil, da möchte ich dann ein bisschen auf die einzelnen Programme eingehen, die in den Snowden-Enthüllungen so bekannt geworden sind. Und es ist natürlich klar, dass das jetzt nicht die gesamte, also dass das jetzt sehr unvollständig ist, schon allein deshalb, weil ich eben nur mich auf die Snowden-Enthüllungen konzentriere und nicht noch Geheimdienstprogramme erläutere, die zwar bekannt sind, aber die nicht in diesem Zusammenhang bekannt geworden sind. Okay, also beginnen wir mit der ersten Frage. Erstmal, wer ist es eigentlich, der uns abhört? Und ich kann euch natürlich nicht sagen, wer das ist. Ich kann euch nur sagen, von dem bekannt geworden ist, dass das so ist. Und allein deshalb, weil Snowden bei der NSA gearbeitet hat, wissen wir erstmal am meisten über die NSA. Und ich habe auch gleich in kleinerer Schrift ein paar Partner von der NSA, also ein paar unmittelbare Partner im eigenen Land noch darüber geschrieben, damit es nicht den Eindruck erweckt, als wäre das nur die NSA. Die NSA ist zwar vielleicht der technische Betreiber dieser Programme, aber die Daten gehen genauso an die CIA, an das FBI und an zahlreiche weitere Organisationen. Und auf der anderen Seite eine sehr wichtige Rolle in dieser Affäre spielen die sogenannten, also in NSA-Termen, Second-Party-Organisationen. Das sind einfach die Geheimdienste von Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Und was sehr interessant ist, ist, dass bekannt geworden ist, beispielsweise was den britischen Geheimdienst GCHQ betrifft, dass die NSA wohl sehr umfangreich diesen mitfinanziert. Und dass andererseits ein Austausch der Daten stattfindet zwischen den einzelnen Geheimdiensten.
und natürlich auch meinen Zugriff auf die Interfaces, wobei ich darauf noch genauer zu sprechen komme. Und dieses Arrangement nennt man die Five Eyes. Das ist einfach vertraglich, haben die sich so genannt. Und die arbeiten sehr eng zusammen. Das wird auch klarer werden. Dann, wir nennen die NSA sogenannte Third-Party-Geheimdienste. Da habe ich jetzt zwei rausgegriffen. Zum einen den BND, den Bundesnachrichtendienst. Und zum anderen, weil es gerade ein bisschen aktueller wieder geworden ist, dass auch der französische Geheimdienst umfangreiche Abhörprogramme betreibt, der sogenannte DGSE. Also der Geheimdienst von Frankreich und natürlich sehr, sehr viele weitere. Da werde ich dann gleich auch noch ein bisschen mehr Details dazu bringen. Und wie das Ganze abläuft, wie diese Kooperation jetzt abläuft zwischen den Five Eyes und den Third-Party-Diensten, ist, dass die NSA, das ist zum Beispiel im Fall von BND bekannt, dass sie Selektoren an den BND gibt, also Suchbegriffe, die dieser in seine Überwachungsprogramme einspeist und dafür bekommt sie dann die Ergebnisse quasi frei ausgeliefert. Und zum anderen teilt sie die Software und teilweise auch einige Erkenntnisse, um generell Daten zu gewinnen. Also das ist so ein bisschen so ein Austausch. Und das hier ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Folie, aus einer internen Präsentation, die im Rahmen der Snowden-Enthüllung geleakt wurde. Und da sieht man genau das, hier links oben diese Auflistung der Second Parties und rechts sieht man eine ganze Menge an Third Parties. Was nicht überrascht ist, dass einige der engsten Freunde der USA offensichtlich dabei sind, darunter unter anderem Saudi-Arabien. Und was ich auch ein bisschen bemerkenswert finde, ist, dass Südkorea hier oben als Korea auch gewissen wurde. Also offenbar ist die NSA nicht der Meinung, dass es Nordkorea gibt. Nee, das ist ja die offizielle Stellung der USA. Genau. So viel zu den Geheimdiensten. Dann kann man natürlich auch noch argumentieren, dass natürlich die Diensteanbieter, das werde ich später noch genauer erläutern, warum das so ist, aber dass die Diensteanbieter wie zum Beispiel Google, Facebook und so weiter oder auch die Netzprovider, dass die uns abhören. Natürlich kann man jetzt argumentieren, das ist ein sehr starkes Argument, dass es nicht so ganz klar ist, ob wir sich mit schuldig machen daran, weil ja letztendlich bekannt worden ist, ein Zwang zur Herausgabe von Daten besteht. Das heißt, die NSA holt sich ein Urteil von einem Geheimgericht, wie es so schön heißt, und der Provider oder der Dienst ist dann machtlos und muss der NSA die Informationen geben, die sie verlangt. Zumindest in dem Umfang, wie das vom Gericht beurteilt wurde. Dann kam aber heraus, dass es tatsächlich nicht nur einfach nur ein Zwang ist, sondern dass tatsächlich strategische Partnerschaften abgeschlossen wurden. Und das hier ist eine zweite Folie aus ebenfalls einer geleakten Präsentation. Und da sieht man, also da steht, dass offenbar 80 Major Global Corporations eine sehr enge strategische Partnerschaft mit der NSA betreiben. Und davon hier einige bekannte wie Microsoft oder IBM. Und offensichtlich sind es hier nicht alle 80, die da aufgelistet sind. Das heißt, vor allem dadurch, dass, wie wir später noch sehen werden, die NSA tatsächlich Sperrsoftware und auch Implantate in Hardware, also Sperrsoftware in Software-Systeme und Implantate in Hardware-Systeme einbaut, die zu Abhörprogrammen benutzt werden, ist das natürlich, bekommt das Ganze natürlich nochmal ein bisschen eine andere Bedeutung, wenn dann Hardwarehersteller eine strategische Partnerschaft mit denen haben. Und der zweite Punkt ist, dass teilweise auch die NSA sehr viel Geld dafür ausgibt, dass die Konzerne selbst denen ein
Gesamtpaket, das schon in bestimmter Hinsicht gefiltert wurde und was in bestimmter Hinsicht das Abhören erleichtert, frei Haus liefert. Das ist auch bekannt geworden. Dann ist die nächste Frage, die ich angehen wollte, wer genau wird eigentlich belauscht? Und vor allem gibt es Unterschiede in der Priorität zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen zum Beispiel. Und auch hier kann ich nur sagen, was bekannt ist und das ist, was diese drei Geheimdienste hier betrifft, ist, dass grundsätzlich die Bevölkerung weltweit abgehört wird. Und ich werde später noch dazu was sagen, ob das auch diejenigen betrifft, die ihre Kommunikationsinhalte verschlüsseln. Und ich habe gedacht, das ist ganz nett, wenn man da mal so eine Karte hier zeigt, die ebenfalls aus einer internen Quelle geleakt wurde. Und ich glaube, der Stand ist 2008 von dieser Karte. Und man sieht quasi, wer am meisten abgehört wird in dunklerer Farbe. Also Rot ist sehr stark abgehört, hier zum Beispiel in der Mitte. Der Iran wird am meisten abgehört. Gelb, überraschenderweise Deutschland, wird genauso abgehört wie China, in genauso großem Umfang. Und die grünen Länder werden nicht ganz so stark abgehört. Also das, was hier gezeigt ist, die Größe, die hier gezeigt ist, ist tatsächlich die Menge an Datensätzen. Und ich habe nicht so genaue Angaben zu den Zahlen gefunden, was die Kommunikationsinhalte anbetrifft, aber was die Metadaten betrifft, scheinen es wohl, zumindest im Jahr 2008, noch 6 Milliarden Metadatensätze täglich weltweit gewesen zu sein, die abgegriffen werden. Genau, das hatten wir. Ein zweiter Punkt ist, dass von diesen beiden Geheimdiensten bekannt ist, dass sie Ministerien und Regierungen weltweit abhören. Das geht tatsächlich zurück in die, also wenn man jetzt sich das Beispiel Deutschland anguckt, in die Kohl-Ära. Und NSA, von der ist bekannt, dass sie tatsächlich im Gebäude der Europäischen Union, der Vereinten Nationen und der Botschaften geht und dort die Gebäude verwanzt. Ein letzter Punkt, den ich noch ziemlich wichtig fand, ist, dass die NSA tatsächlich auch, wie vor kurzem gelegt wurde, die Mainstream-Presseorgane in sehr hohem Ausmaß ebenfalls abhört. Ah ja, dann hatte ich noch einen Punkt, das ist noch ziemlich ironisch, die NSA hat den NSA, die spioniert den NSA-Untersuchungsausschuss aus. Ja, genau. Okay, dann kommen wir schon zum Abhörprogramm. Und ich habe es jetzt so ein bisschen versucht, nach Geheimdiensten aufzugliedern, obwohl natürlich klar ist, dass die Geheimdienste sehr stark kooperieren und dass Programme gemeinsam betrieben werden und dass die Daten auch gemeinsam ausgetauscht werden. Aber man kann so ein bisschen zumindest eine Zuordnung vornehmen. Und das bekannteste oder vielleicht bekannteste Programm, was aber natürlich nicht heißen soll, dass es das wichtigste Programm wäre, das ist einfach nur das, worüber wir offenbar am meisten erfahren haben, ist das Programm PRISM. Und das Target, also ich habe jetzt immer dahinter geschrieben, was das Abhör-Target quasi ist oder die Quelle, die gehen tatsächlich zu den Internetdiensten, also Google, Yahoo, Facebook und so weiter, und gehen dort mit ihrem Gerichtsurteil hin und dieses Gerichtsurteil muss auch immer wieder erneuert werden. Und dann verlangen sie die Daten und die Betreiber haben keine Wahl, die müssen ihnen die Daten überreichen. Und deswegen habe ich das hier auch als Front Door bezeichnet. Dann das nächste, was ebenfalls ziemlich bekannt geworden, ziemlich eines der bekannteren ist, ist Upstream. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist von dem Programm oder ob das einfach nur die Methode bezeichnen soll. Dann geht es tatsächlich um eine Backdoor-Methode, das heißt, da werden in dem konkreten Fall Glasfaserkabel, die zwischen den Kontinenten verlaufen, abgehört. Und
noch kurz was zu dieser Folie zu sagen. Das ist jetzt erstmal nur so eine kleine Übersicht und auf einige der Programme werde ich dann nochmal genauer eingehen. Einer der spannenden Punkte ist, wenn man sich mal überlegt, wie eigentlich die Kapazität der NSA sein müsste und wie sie eigentlich mit den ganzen Datenbergen zurechtkommt. Und das ist ein Punkt, über den ich leider nicht sehr viel erfahren habe, aber ich habe versucht, das meiste zu recherchieren. Tatsächlich gibt es ein Überwachungsprogramm namens X-Keyscore und es sind erst einmal keine Abhörungen im eigentlichen Sinne vor, sondern es ist eigentlich dazu da, um die anderen Quellen alle zu bündeln und ohne die Dateien in die Hauptquartiere der NSA zu kopieren, schon mal eine erste Analyse zu machen und dann bei Bedarf selektiv Daten rauszugreifen. Dann ist natürlich besonders hierzulande bekannt geworden die Operation Iconal, die intern, glaube ich, Transit genannt wurde und die zusammen mit dem BND und zumindest mit der Erkenntnis, wie mittlerweile bekannt worden ist, der Telekom ausgeführt wurde. Da handelt es sich tatsächlich beim Abgriff von Daten bei einem sehr großen deutschen Internetknoten und angeblich soll das 2004 bis 2008 gelaufen sein. Was ich sehr interessant finde, was nicht so diskutiert wurde in den Medien, aber was ich sehr bedenklich finde, ist das Programm Balrun. Da geht es tatsächlich darum, Verschlüsselung zu knacken, Standards zu manipulieren und Certificate Authorities zu infiltrieren. Und das war übrigens auch der Punkt bezüglich, ist Verschlüsselung tatsächlich sicher? Sichert es vor Angriffen der NSA? Und man muss, ich kann euch das nicht genauer beantworten, aber die Recherche hat zumindest gezeigt, dass die NSA mit welchem Erfolg auch immer daran arbeitet. Mehr kann ich euch an der Stelle auch nicht dazu sagen. Das sind natürlich auch wieder nur eine sehr kleine Auswahl, die ich hier gezeigt habe, und es gibt noch sehr, sehr viele mehr Programme, beispielsweise das Programm Tarex, das hat es auch ziemlich in sich, weil dort tatsächlich Postsendungen abgefangen werden und dort die Geräte ausgepackt und Spionageimplantate eingebaut werden, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sind wir bekannt geworden. Und dann haben wir auch nochmal ein Programm namens Globe, was so ähnlich wie Iconal ist, tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit BND werden deutsche Glasfaserkabel abgehört. So, als nächstes wäre der britische Geheimdienst GCHQ zu nennen. Wie schon gesagt, die NSA ist vielleicht am meisten bekannt. Also man weiß am meisten über die Programme der NSA Bescheid. Deswegen, weil Snowden eben bei der NSA gearbeitet hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass die NSA wichtig wäre, also dass sie dass die Geheimdienstprogramme am interessantesten wären oder sowas. Tatsächlich ist es so, dass der GCHQ auch, wenn nicht sogar noch, Edward Snowden meinte, dass der GCHQ sehr viel wichtiger ist und dass wir uns eigentlich sehr viel mehr Sorgen um den machen sollten, aber es ist vergleichsweise wenig bekannt. Eines der bekannteren Programme ist Tempora, das ist ähnlich wie das Programm Upstream von der NSA, da wird auch einfach auf die interkontinentalen Glasfaserkabel zugegriffen. Und es ist ziemlich bemerkenswert, dadurch, dass die Geheimdienste damit ziemlich illegale Sachen treiben können, also offensichtlich illegale Sachen, indem beispielsweise die NSA die Daten, die sie über Briefen sammelt, an den GCHQ weiterreicht, die der GCHQ eigentlich in seinem eigenen Land nicht erheben darf. Und das Gleiche kann man sich natürlich auch umgekehrt denken. Und tatsächlich ist die Kooperation ja ziemlich eng zwischen den beiden Geheimdiensten. Dazu kommt noch, dass
Das ist ein bisschen durch Großbritannien die Glasfaserkabel, die da durchgehen, das ist irgendwie fast alles, was in Europa über den Teich geht, geht halt durch Großbritannien. Ja. Also es ist halt ein schönes Beispiel, wie offensichtlich hier das Recht umgangen wird, dadurch, dass sie dann ihre Daten auch austauschen untereinander. Ja, zusammen mit der NSA wird dann auch noch Maskula betrieben, das ist die Backdoor-Version von Prism. Da wird tatsächlich gezielt sich in die Systeme von den großen Internet-Giganten eingehackt und dort die Daten abgegriffen, die gewünscht sind. Von dem französischen Geheimdienst ist auch vor kurzem bekannt geworden, dass sie wohl ebenfalls an Unterseekabeln anzapfen. Und ich denke, das sind nicht die einzigen, die hier genannt sind, die das tun. Das werden sehr viel mehr Geheimdienste sein, von denen wir das nicht wissen. Okay, dann komme ich jetzt, dann picke ich mir jetzt gerade ein paar Programme raus, über die besonders viel bekannt geworden ist. Und das erste ist Prism. Das Witzige ist, es gibt eigentlich drei Prisms und das habe ich auch vor kurzem erst gelernt. Das erste Prism ist NSA intern und es ist nicht viel darüber bekannt, aber laut Zitat soll das zur Aktenverwaltung genutzt werden, was auch immer man sich jetzt darunter vorstellen kann. Das zweite Prism ist ein NATO-Programm. Und das wird unter anderem in Afghanistan eingesetzt. Und das dritte Prism, noch ein drittes, das ist das von Snowden enthüllt. Und nachfolgend werden wir das jetzt nur als Prism bezeichnen. Und die ersten beiden ignorieren. Weil einfach über die nichts bekannt ist. Was man zu Prism sagen kann, ist, dass es die wichtigste Frontlog-Quelle ist für die NSA-Analysten. Und dass der, wie ich schon erwähnt hatte, dass Inhalte von Konzernen durch erzwungenen Zugriff auf legalem Wege tatsächlich erpresst werden. Und diese Inhalte sollen angeblich Inhalte ausländischer, also Kommunikationsinhalte zwischen Leuten sein, die um es mit den muss wörtlich aus der NSA-Präsentation, die ich dazu gesehen habe, zu zitieren, Personen mit Ausländerfaktor größer 0. Und das Bedenkliche ist dabei, dass Personen, die mit Personen kommunizieren, die mit Ausländern kommunizieren, also über drei Ecken, ebenfalls einen Ausländerfaktor größer 0 haben. Gut. Ja, das ist offenbar angeblich eine Echtzeiterfassung von mindestens 100.000 aktiven Zielpersonen möglich. Das heißt, es gibt einerseits die Selektoren und andererseits kann man sich auch gezielt Zielpersonen da raussuchen und die dann in Echtzeit überwachen. Und hier ist eine sehr interessante Folie aus einer internen Präsentation, die ebenfalls geleakt wurde. Die zeigt, dass man Prism offenbar sehr gut mit Upstream kombinieren kann und dass die NSA-Analysten beide benutzen sollen. Über Upstream werde ich gleich noch was sagen. Ihr seht schon hier, an der Grafik ist angedeutet, an welchen Locations die Unterseeglasfaserkabel tatsächlich mitgeschnitten werden. Hier sieht man auf dieser Folie, welche Konzerne nach internen Informationen wann an das Programm integriert wurden. Man sieht zum Beispiel jetzt Microsoft ganz am Anfang, wenn es das Programm tatsächlich vorher noch nicht gab, was ich aber nicht daraus schließen würde aus dieser Folie, dass tatsächlich Microsoft im Jahr 2007 beigetreten ist. Und beigetreten sage ich deshalb, weil Microsoft ja tatsächlich, wie aus der vorherigen Folie bekannt ist, eine strategische Kooperation hat. Gefolgt ist zum Beispiel Google 2009 und der letzte, der dazugekommen ist, war Apple 2012, wenn seitdem keiner dazugekommen ist.
Die Folie ist von 2013. Dann kann man sich auch noch ansehen, das ist ziemlich interessant, was für Inhalte, auch was für Inhalte, die dann zugreifen können über diesen Provider. Das heißt, was so erfragt wird. Und da befindet sich eigentlich alles drunter, von E-Mails bis über Voice-over-IP. Und dann gibt es am Schluss noch einen Point Special Requests, aber weiß keiner, was das genau sein soll. Okay, ich muss jetzt inzwischen mal was zum Ablauf sagen, wie das eigentlich funktioniert, dieses Programm. Das läuft im Grunde so ab: Man hat einen NSA oder einen GCHQ-Analysten, und es ist tatsächlich sehr bemerkenswert, dass der GCHQ ein eigenes Interface für das Programm hat. Und dieser Analyst, der gibt Selektoren in das System ein, über ein bestimmtes Frontend. Dann werden die Selektoren durch einen Supervisor überprüft und es wird dabei abgeglichen, ob keine, also angeblich wird dabei abgeglichen, ob keine prominenten US-Personen drunter sind. Und am Schluss wird das Ganze in eine sogenannte FBI Data Intercept Technology Unit eingespeist und die sendet die Selektoren dann zu den Diensten und die Dienste geben die Daten dann raus und die Unit empfängt die gefilterten Daten dann wieder. Und anschließend nach dieser Unit geht das System durch weitere Filter- und Sortiersysteme und auf das Ergebnis haben dann Zugriff die CIA, das FBI unter anderem und die Geheimdienste befreundeter Länder. Aber wie gesagt, GCHQ hat ein extra Interface, die dürfen selber, Selektoren einspeisen. Was eigentlich auch ziemlich bemerkenswert ist, dass GCHQ auf Basis eines US-amerikanischen Gerichtsurteils Daten von US-Providern holen darf. Dann kommen wir zu Upstream. Upstream war, wie erwähnt, das Backdoor-Programm, wo einfach Abhörschnittstellen, wo über Abhörschnittstellen die Kommunikation über Unterseeglasfaserkabel abgehört wird. Und besonders viel ist in dem Programm nicht wirklich bekannt, aber ich habe tatsächlich herausgefunden, dass sich wohl die Branche der Geheimdiensttechnologie damit brüstet, mit ihren Referenzen. Tatsächlich ist bekannt, dass es diese Firma hier gibt und die Firma wird damit das Echtzeitmitschnitt und Filterung an 100 Gigabit Glasfaserleitungen mit Hilfe von Supercomputern, dass die ermöglicht. Es gibt noch eine andere Firma namens Limon Glass, die verspricht, dass Social Media Analyse in Echtzeit möglich ist und es gibt sicherlich noch weitere Firmen, das werden nicht die einzigen sein, aber das sind zumindest diejenigen, die öffentlich damit werden. Dann gibt es tatsächlich, ist tatsächlich bekannt, dass verteilte Datenbanken und bestimmte eine Verteilung auf die Cluster, auf Cluster von über tausenden Rechnern erfolgt und mehr habe ich dazu leider auch nicht wirklich herausgefunden. Und deshalb kommen wir jetzt zu Tempora. Tempora wird vom British Geheimdienst GCHQ hauptsächlich betrieben. Und laut Snowden sollte das das größte Programm verdachtsunabhängiger Überwachung sein. Und die NSA-Programme sind nicht in den Schatten stellen. Allerdings ist nicht ganz so viel bekannt. Außer dass GCHQ über 200 transatlantische Glasfaserkabel ansagt im Rahmen dieses Programms. Und dass es möglich ist, Rohdaten bis zu 30 Tage zu speichern. Und wer darauf Zugriff hat, ist die britische Regierung und die britischen und die US-Geheimdienste, mindestens, vielleicht noch andere, aber das ist zumindest bekannt. Und das war es eigentlich auch schon mit Tempora. Und nun möchte ich zu XKeyscore kommen. Zu XKeyscore ist ein bisschen mehr bekannt.
Wie in der Übersichtsfolie erwähnt, ermöglicht das die Vor-Ort-Abspeicherung, die Indizierung und die Analyse von tatsächlich rohem globalen Traffic. Und das umfasst eine Komplettkopie der Metadaten zum einen bis zu einem Monat und Inhalte können bis zu 5 Tagen gespeichert werden an mindestens 150 unterschiedlichen Standorten und auch mindestens 700 Servern weltweit. Und dann sitzt der Analyst in der NSA-Hauptquartier und sitzt dann sein Frontend und wählt dann über einen bestimmten Index, also er kann dann in dem Index suchen und wählt dann selektiv die Informationen, über die er gerne mehr erfahren würde und lädt die dann zu sich. Es ist natürlich klar, dass der gesamte Traffic niemals, dass er den niemals kopieren könnte, sondern dass das eben an den einzelnen, also in den Servern der einzelnen, die den einzelnen Überwachungsunits quasi zugeordnet sind, stattfindet. Die Suchkriterien, die der Analyst eingeben kann, sind beliebig. Das heißt, es ist nicht mehr nur wie bei Prism so, dass er darin beschränkt ist, sondern er kann tatsächlich eine Komplettsuche, eine Volltextsuche im globalen Traffic durchführen. Und er kann zum Beispiel damit so Suchen durchführen, wie zum Beispiel zeig mir alle PKB-Kommunikationen im Iran oder sowas. Und das Ganze erfolgt ohne Review, das heißt, der Analyst kann tatsächlich selbst machen, was er will, ohne dass er dafür einen Supervisor braucht. Was ich auch besonders bedenklich finde, ist, dass der BND ebenfalls XKeyscore in Deutschland einsetzt. Und damit zumindest nach Stand 2013 180 Millionen Datensätze im Monat durch dieses Programm gewinnt. Aber jetzt kommen wir zu den Quellen endlich. Sehr interessant, die Frage, woher diese ganzen Informationen kommen, die da gebündelt werden. Und das lässt sich, also erstmal haben wir oben den Analysten und der schickt eine Query an den XKeyscore Webserver. Und dann wird in der Ebene drunter wird dann aufgeteilt zwischen drei Collection Sites. Und die erste Collection Site, F6, ist eine Special Collection Services Unit. Das umfasst zum Beispiel das Verwanzen von Gebäuden und weitere Geheimdienstmethoden, weitere traditionelle Geheimdienstmethoden. Dann Foreignset, das bezeichnet einfach nur die, der Abgriff an Satellitenkommunikation. Und dann haben wir am Schluss die SSO-Site und da sind dann tatsächlich die Inputs von Programmen wie Prism, Tempora und Upstream drin. Ja, ich glaube, ich liege noch gut in der Zeit und deshalb beende ich den Vortrag an dieser Stelle und möchte gerne ein paar weiterführende Links nennen. Teilweise habe ich diese Links auch als Quellen verwendet und was ich ganz empfehlenswert finde, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist, Heise hat tatsächlich so eine Zeitleiste, wo man quasi alle Meldungen, die zur NSA-Affäre bekannt wurden in den einzelnen beiden Jahren seither, in den Jahren 2013 und 2014, wobei es, soweit ich weiß, auch 2015 schon das schon aktuell gehalten wird, wo man sich die anschauen kann und das sind so um die mehrere hundert Meldungen und da hat man erstmal ein bisschen was zu tun, wenn man da tatsächlich sich mal durchklicken will. Bevor ich Fragen beantworte,
würde ich gerne noch eine Folie zeigen, die meine besondere Aufmerksamkeit erweckt hat, die auch aus einer internen NSA-Präsentation stammt. Und eigentlich genauer gesagt sind es drei Folien, also eine Folie in drei Folien quasi. Die erste der drei Folien fängt damit an: Who knew in 1984 that this would be Big Brother and the zombies would be paying customers? Das ist tatsächlich auch eine interne NSA-Präsentation.